Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin es, der Jarl Aron. Ich habe mich umgeschult, denn in der letzten Folge hat sich herausgestellt, dass ich einfach kein guter Lehrling bin für die Zauberakademie. Deswegen sollte ich wohl meine Magierhandschuhe an den Nagel hängen und habe mir gedacht, ich werde einfach mal Jarl. Während der wahre Jarl ja gerade oben pennt neben seiner Eulen, habe ich mir gedacht, komm, übernimmst du mal das Amt. Denn als Magier bist du eine Null. Oh, ich bin so dumm. Ihr habt es wahrscheinlich letzte Folge eh schon gemerkt. Ich bin so dumm. Ja, Lydia. Denn wir können es doch schon. Wir können es doch schon. Leichter Schutz, ganz einfach. Zack, zack, zack. Ey, ich bin so verpeilt einfach nur. Es tut mir leid. Ja, nochmal auf diesem Wege. Herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Oki, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Oh Mann. Ich glaube, ich lasse das ab sofort. Ich lasse das unkommentiert jetzt. Als wäre es gar nicht passiert. Wir mussten einfach nochmal kurz an die Frist. Tja, ich könnte es dir sagen, mache ich aber nicht. Du bist böse zu uns. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Das ist schön. Das hast du schon letzte Folge gesagt. Nee, also wirklich, wir mussten nur mal ganz kurz frische Luft schnappen. Ist ja auch angenehm hier gerade, ist schönes Wetter. Oh Mann, ich beeile mich auch ein Stück. Da konnten wir den Mist schon, ey. Wie verpeilt bin ich denn, bitteschön? Naja, was will man machen? Ey. Nee, es gibt einfach Sachen, dazu fallen einem nichts. Dazu fällt einem einfach nichts mehr ein. So. Ihr wartet wahrscheinlich schon ganz ungeduldig auf uns. Wir müssen auch duschen wieder. Sei ruhig. Haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Ja, super. Ausgezeichneter Anfang, genau. Unter Saartal. Die Akademie ist eine Kuriosität hier in Himmelsrand. Magie wird hier nicht gerade gern gesehen. Himmelsrand könnte kaum verschiedener als L2er sein. Aber die Magie... Die trauen weder der Magie die noch Magie denen, die sie anwenden. Ist überall das war als Kind schon recht schwierig für mich. Hast du nicht gesehen, dass ich mich gerade mit dem da drüben unterhalten habe? Mit... Sasargo wird überall hingehen, um mehr zu lernen. Sogar ins viel, Reich des aber Vergessens, die meisten haben ziemlich entschiedene wenn Ansichten es nötig über die Akademie ist. Und die Leute, die hier studieren. Sasargo hat gerade... Du regst mich auf. Unmund. Sasargo ist eh ein geilerer die Name. Sind nicht das Magier. Ach du schon wieder, geh weg. So. Sasargo muss also einiges... Ja, ist okay. Aber ein geiler Name, Sasargo. Lass uns noch mal ganz kurz zu unserer Unterkunft zurückgehen, ob wir da vielleicht irgendwas ablegen können. Damit wir uns ein bisschen leichter machen können. Wir haben einige Bücher bei uns. Das wäre vielleicht ein bisschen geschickter, wenn wir da jetzt wirklich in so ein, weiß ich nicht, so eine Ruine gehen oder was weiß ich, das Höhle. Ausgrabungsstätte. Und jetzt müssen wir wieder leise sein. Und diesmal möchte ich mich wirklich dran halten, dass wir leise sind. Denn wir wollen natürlich auch niemanden stören. Stören ist nicht schön. Deswegen sollten wir ruhig sein. Sonst mach die Tür doch leise zu. Sonst verschüttet hier noch jemand irgendwas. Wir haben den Kleiderschrank, da ist sogar was drin. Gold. Eine Papierrolle, super. Feine Stiefel. Gewöhnlicher Seelenstein. Totenschädel. Geil. Gold. Ist das irgendwie unser Monatsgehalt oder so? Feine Kleidung. Oh, wunderschön. Ich kann mehr schlafen. Noch ein Kleiderschrank. Aber ein Bücherregal haben wir nicht. Ein feiner Hut. Also, wie können wir uns denn hier kleiden? Das bringt uns alles nichts. Azura und die Kiste.
lesen wir uns ein andermal durch. Ich tue jetzt hier in den Kleiderschrank durch, mache unsere ganzen Bücher rein. Ablegen, ablegen. Ist ordentlich, was wir da haben. Den Rest behalten wir mal. Wir können bestimmt noch was in den Kleiderschrank tun, meinst du nicht? Oh, eine blaue Bergblume. Noch eine. Noch ein. Nee, es war was anderes. Ekoplasma. In den Kleiderschrank kommen Kleider rein. Ich gehe zu Waffen. Bin ich blöd. So. Wir haben ja was auf dem Kopf, ne? Das funktioniert. Können wir das hier ablegen? Ablegen? Na, die Roben, die sind ja nicht so schwer. Ablegen. 233. Und dann machen wir hier drüben noch einen Waffenschrank draus. Ja, ist ja schon ein gusseisener Topf drin. Ist ja schon eine Waffe. Nordbogen brauchen wir. Ne, wir haben ja den Orkus. Wir haben ja Nummer 1. Brauchen wir den alten Nordbogen? Nein, doch nicht ausrüsten. Ablegen. Eine Holzfäller-Axt brauchen wir, glaube ich, da unten nicht. Was haben wir denn noch? Die Spitzhacke könnte eventuell vonnöten sein. Das behalten wir alles. Stab der Flammen. Stimmt, den hatten wir bekommen. Okay, jetzt haben wir fast 100. Oh, ich bin zu laut. Da liegt noch was. Vampirstaub. Salz der Leere. Das ist doch noch was. Okay. Ist hier irgendwie, ist hier überhaupt jemand? Warum sind wir eigentlich so leise, wenn hier doch niemand ist? Da geht's doch mal hoch. Aber der... Lydia, sei leise. Das ist unhöflich. Ist noch höher. Nee, guck, hier schläft jemand. Ah, die Erwin schläft hier. Die wollen wir natürlich nicht wecken. Das wäre nicht schön. Wer schläft hier? Ja, die können wir wecken, die blöde Kuh. Die nervt. Lydia, du stehst im Weg. Oh, hier können wir essen. Wer schläft hier? Endtier. Na, den haben wir noch nicht kennengelernt. Hier geht's noch ein Stück höher. Öffnen den Himmelsrand. Nee, nach draußen wollen wir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier raus, ganz leise. Mal abgesehen davon, dass unsere Rüstung ja eh nicht zu laut ist, wie die hier rumklimmert. Und öffnen die Tür. So, jetzt kann ich hier wieder normal reden. Ich möchte mich schon daran halten. Auch wenn sie eigentlich alle pennen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wo müssen wir denn da jetzt eigentlich hin? Karte? Ach, es ist ein kleiner Weg. Okay. Dann laufen wir doch da mal hin. Ich bin bestens ausgerüstet. Erstmal jetzt hier mit dem Bogen. Lydia, kommst du? Aber hier werden wir noch nicht brauchen. Wir folgen jetzt dieser Quest doch erstmal jetzt. Wir halten uns jetzt was. 1, 2, 3, 4, tut mir leid. Wir halten uns jetzt auch erstmal dran. Das ist jetzt mein Plan, dass wir jetzt so weit wie wir kommen, diese Akademie hier abschließen. Ich weiß auch gar nicht, welches Level man benötigt hier. Also es könnte natürlich jetzt auch passieren, dass wir noch überhaupt nicht so weit sind, um hier diese Mission zu erfüllen. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Aber lass die Häuser hier bitte stehen. Ihr seid erst hier. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Wisst ihr, dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen der Magie erhalten könnt. Ich gehe... Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ich gehe mal vor, das dauert mir zu lang. Sorry, aber das dauert mir eindeutig zu lang. Wenn die dann immer wieder stehen bleiben, ist das nicht so toll. Deswegen, die werden wahrscheinlich dann eh da sein, wenn wir vor Ort sind. Hm. Sehr schneeig hier alles. Immer schön die Gegner. Den Himmel brauchen wir gar nicht im Auge zu behalten, das sieht man eh nicht. Was ist denn da hinten? Da ist ein Gegner. Ich drück immer den falschen Knopf. Wer ist denn das? Ein Assassine.
Ein Moment. Renne! Warum ich mir erst R2 drücke, weiß ich nicht. Amethyst, Dietrich, Gold, Notiz, das den kurz lesen. Wie befohlen, sollt ihr Aaron um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Ja, tut mir leid. Ein paar alte Nordfälle. Die braucht man nicht, ne? Nö. Hat mich gefreut. Aber warum ich erst immer R2 drücke, das nervt mich. Weil ich uns dadurch immer verrate, das ist das Problem. Sind wir hier? Ja, wir sind schon richtig. Es wird jedenfalls immer größer auf der Karte. Jetzt einfach hier runter? Ah, es schaut gut aus. Ich glaube, wir hätten von der anderen Richtung kommen müssen, aber egal. Es funktioniert. Ich glaube, da runter müssen wir. Ah, es stürmt wenigstens jetzt erstmal nicht mehr so sehr. Es hat sich beruhigt. Auch mal angenehm. Ist hier aktuell niemand? Okay. Erster, haben wir jetzt was gewonnen? Jetzt muss ich echt hier warten. Schlüssel erforderlich, euer Ernst? Weil wir es können. Also wenn sie uns jetzt auf dem Weg entgegenkommen. Ach egal. Sind sie irgendwo zu sehen? Nee, ne? Weil ich könnte mir echt vorstellen, dass es auch seine Zeit dauert. Lass es uns einfach probieren. Wir greifen jetzt den Drachen an. So nebenher, wir haben ja sonst nichts zu tun. Während wir auf die warten, können wir doch mal einen Drachen töten. Ist doch logisch, oder nicht? Das Pferd dreht durch, warum? Wer ist Banditengesetzloser? Lass das Pferd in Ruhe. Hallo Pferdchen. Das Problem ist, da steht jetzt stehlen. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, gehört das Pferd jetzt ab sofort niemandem mehr. Denn die Besitzer liegen hier. Oder jedenfalls einer, der Händler. Er wird... Gott. Das tut mir jetzt auch leid, ne? Aber... Er kann ja damit jetzt eh nichts mehr anfangen. Das Pferd tut mir jetzt am meisten leid. Ist jetzt übrig geblieben. Ich bin jetzt einfach mal so frech. Balkenfedern, Gold. Das sind sehr viele Alchemie-Sachen. Das ist ziemlich geil. Wir haben versucht, ihn zu retten. Es hat nur leider nicht funktioniert. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen. So. Jetzt haben wir nochmal ordentlich Beute gemacht. Warte, ich gucke jetzt doch nochmal kurz, ob die jetzt mittlerweile unten angekommen sind. Nur mal einen ganz kurzen Blick erhaschen. Nee, ne? Nope. Gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr trotzdem die Sachen hättet liegen gelassen oder ob es in euren Augen okay ist, dass wir... Was war denn das jetzt? Oder ob es in euren Augen jetzt okay war, dass wir den jetzt die ganzen Sachen abgenommen haben, denn er war ja schon tot und wir haben ihn ja nicht umgebracht.
Letzten Endes, wer findet ihn hier schon außer wir? Wie weit müssen wir denn noch? Es ist nicht mehr weit. Boah, ich hoffe, wir packen das eh. Sonst sind natürlich die ganzen Händlersachen jetzt weg. War eine Menge Alchemiezeug. Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Wo hänge ich denn jetzt fest? Da. Okay. Wir könnten dann jedenfalls hier, bevor wir dann gegen Magika verstärken. Das könnte dann echt helfen. Ein bisschen kribbelt schon jetzt im Bauch. Wir kommen ihm bedrohlich nah. Boah, da ist er doch schon. Fuck. So ein Scheiß. Mal Augen aufmachen hier. Ah, ein Eisdrache, das ist doch gut. Ah, steht einfach nur Drache. Einen Moment, Magika nehmen. Komm her. Komm her. Komm runter. Wir haben ihm leider bisher noch gar keinen Schaden zugefügt. Jetzt kommt er runter. Ein Moment. Nein. Nein. Na doch. Der macht gerade gar nichts. Oder irre ich mich? Ja, und sonst so? Ist easy, oder? Der hält einiges aus. Vielleicht hat er das ja auch genossen, man weiß es ja nicht. Ein bisschen erhöhen, damit wir... Gegebenenfalls. Wo ist es denn jetzt? Leichter Schutz. Der ist sehr mit Lydia beschäftigt. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Tada! Wir müssen uns Kopfgeld geben lassen. Stimmt, wir hatten den Auftrag ja von jemandem bekommen. Also ich finde ja, wir haben sehr tapfer gekämpft. Die Drachenknochen lassen wir jetzt da mal liegen einfach. Das ist mir jetzt... Die sind mir jetzt Ralle. Weil es wird noch so viele Drachen hier geben. Wie konnte ich denn das jetzt nochmal entfernen? Entfernen da so, zack. Und eben da jetzt die wieder mitschleppen. Das wäre ja idiotisch. Aber wir wollen jetzt trotzdem mal nach diesem Ort entdecken. Alter, keine Ahnung. Vielleicht hat er das genossen. Wow. Jetzt jag mir doch keine Angst ein, du Mistvieh. Oh. Nein, lass, Lydia. Ja, Lydia. Nein, Lydia, das war nur Spaß. Renn doch nicht immer auf alles gleich los, was ich hier mal in Flammen setze. Also bitte. Sehr, sehr cool. Ah, da. Nicht schlecht.
Eisform. Ein Tumpf geht ein Gegner komplett ein. Das ist ja mal geil. Aktivieren, bitte. Ja, sehr geil. Bin ich großer Fan von, muss ich jetzt schon mal zugeben. Dann Favorit hinzufügen. Und jetzt würde ich's. Lass jetzt doch mal diese Ziege in Ruhe. Jetzt gut. So. Okay, das reicht. Wir haben eine Drachenseele aufgenommen. Wir haben einen neuen Drachenschrei erlernt. War doch erfolgreich. War eine sehr gute Entscheidung. Hätte schlimmer laufen können. Aber der hängt hier irgendwie fest. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Oder war der so sehr mit Lydia beschäftigt? Aber die hat er, glaube ich, auch nicht so viel Schaden genommen. Na egal. Soll nicht unser Problem sein. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch in diese Folge jetzt zurück. Und jetzt sollten sie doch mal endlich da sein. Also wenn die jetzt immer noch nicht da sind, dann frage ich mich, was sie die ganze Zeit machen. Gute Arbeit, Lydia. Muss auch mal erwähnt werden, finde ich. Dein Kumpel brennt dort oben noch. Du kannst ihn nicht verfehlen, der leuchtet. Okay, du willst anscheinend doch nicht zu dem Kumpel. Wer kommt denn da jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Kaiserlich. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt wonach wir suchen, findet ihr uns. Die hätten den Händler ja dann doch gefunden. Dann ist mein Argument, da hätte ihn sonst niemand gefunden, jetzt also hinfällig. Ich sag nicht, die sind immer noch nicht. Doch, da stehen sie schon. Okay, gut. Das wäre es jetzt gewesen. Aber nur die zwei. Wo sind denn die anderen beiden? Na, die sind auch stehen geblieben im Saal, ne? Ganz verwunderlich. Na gut. Das würde ich jetzt aber in der nächsten Folge dann angehen. Auch mit denen dann zu reden. Es war eine erfolgreiche Folge dieses Mal. Weil wir auch gleich wussten, was wir machen mussten. Das hätten wir schon letzte Folge haben können. Aber egal. Egal. Wir haben noch einen Drachen getötet, eine Drachenseele aufgenommen und noch eine neue Fähigkeit erlernt. Verbuchen wir es als erfolgreich. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.